Ihr wundert euch bestimmt, hey Gebirges, was genau machst du jetzt wieder an der großen Fee? Hast du nicht gesagt, du hast keinen Bock, 10.000 Rubine zu farmen? Ja, habt ihr recht. Aber warum farmen, wenn man ganz einfach mal sein ganzes Inventar irgendwo halbwegs verkaufen kann? Beziehungsweise einfach nur Edelsteine. Denn man bekommt ja über das ganze Abenteuer hinweg eine Menge Edelsteine zusammengesammelt, wenn man alles mitnimmt. Und mit diesen Edelsteinen, da kann man sich echt eine Nase verdienen. Das ist echt abartig. Und so bin ich auf einen Wert von über 10.000 gekommen. Ganz einfach, indem ich einfach Rubine verkauft habe. Und Topase. Und ein paar von meinen Saphiren auch. Und ja, so können wir uns einfach mal diese Quelle leisten. Die letzte Feenquelle. Bitteschön. 10.000, ganz ehrlich. Der Preis. Ich fühle mich so arm. Danke, mein Retter. Ah, meine Kraft. Sie kehrt zurück. Du hast eine interessante Haarpracht. Tera. Du hustest ein bisschen. Hallo! Ha? Ich bin Tera, die große Fee der Erde. Und älteste der vier Schwestern. Du bist meine große Fee. Dann gehören die großen Feen jeweils einem Element an? Okay, wusste ich gar nicht. Ich habe dich von der Knospe aus die ganze Zeit beobachtet. Du bist viel herumgekommen und hast das Schwert geschwungen. Ja, ich habe dich wirklich die ganze Zeit im Auge behalten. Ich sehe wirklich alles. Um das zu beweisen, werde ich jetzt deine Gedanken lesen. Ha? Du möchtest, dass ich aufhöre zu reden und deine Kleidung verstärke, habe ich recht? Ja, da warst du goldrichtig gelegen. Nein, diese Ungeduld. Zeig mir doch, welche Kleidung du verstärken möchtest. Okay. Mhm. Sie kann meine Kleidung verstärken. Was denn? Meine antiken Beinschutz? Okay. 28. Wow. Was? Das ist viel. Ich habe meinen antiken Beinschutz um eine Stufe weiter verstärkt gehabt. Dazu brauchte ich fünf Kerne. Also antike Kerne halt. Und dachte mir schon, wow, das ist teuer. Aber jetzt sollen die noch zwei Riesenkerne haben. Das ist teuer. Und was brauche ich hier noch für Leunehuf? Und was brauche ich für die vierte Stufe? Naedra Hornsplitter. Hä? Huh? Okay, das ist ungewöhnlich. Gib mir aber nur 20. Wow, also hui, 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 hui. Und das Reckengewand, ja, da brauche ich zwei Hornsplitter schon. Also, huh, teuer, teuer. Kann ich auch irgendwas auf die dritte Stufe bringen? Hinox-Herzen. What? Also teilweise haben wir echt Vorstellungen, was man dafür braucht. Spurtkröte, Spurtfeilchen. 15. Was? Und 10 Diamanten. 10 Diamanten ist gar nicht mal so schwer zu bekommen. Für 28 aus Rüstung. Mach mal bitte, danke. Ich schließe meine Augen. Oh mein Gott, Link, what the fuck? Oh, der arme Junge. Oh, der arme Junge. Die hat ihn einfach mitgenommen. In die Quelle. Ich glaube immer noch, dass es ein Portal ist. In die Welt der Feen, aber oha. Oha. Stufe 4, beziehungsweise die letzte Stufe. Ein Spezialschutz, der dank seiner Wächterbauteile vor Angriffen antiker Gegner schützt. Die Macht der großen Fee hat die Abwehr bis zum Maximum erhöht. Wenn ihr wissen wollt, was das macht, wenn ich die Sachen anziehe, die ganzen antiken Sachen, ich weiß es nicht, ich muss ihn erst aufrüsten. Leider ein bisschen doof und Link friert, deswegen ändere ich schnell mal wieder, damit er nicht friert. So, oder so.
Und wieder ein Meisterwerk. Ich würde ja gerne ein anderes Kleidungsstück verstärken, aber das wird wohl nicht klappen. Wenn du Kleidung und Material hast, komm unbedingt wieder. Ich zieh dann mal zurück. Wir sehen uns! Diese große Fee ist gruselig. Aber ihre Quelle ist direkt vor dem Schrein, von daher ist wahrscheinlich der To-Go-Ort, um seine Sachen aufzurüsten. Und ich muss mir merken, oh Mann, ich muss Sachen mitnehmen. Alles, was ich finde, muss ich einpacken. Es kann gebraucht werden. Zum Beispiel Spurtfeilchen. Oder Prinzessinnen Enzian. Ein eher seltenes Ding. Sollte man auf alle Fälle mitnehmen. Alles mitnehmen, was man finden kann. Gut. Ja. Das wollte ich nur gezeigt haben. Oh Gott, das war gruselig. Und... ja, was machen wir jetzt? Was mache ich jetzt? Das hier steht noch offen. Das hier vorne. Das hier. Das Schloss. Schloss Hyrule. Da müssen wir hin. Und Ganon besiegen. Aber ich glaube, zuvor würde ich dann eher noch hier vorne hingehen wollen. Zu dieser Plattform. Ich glaube, da ist eine Cutscene. Ziemlich sicher, dass eine Cutscene ist. Gut. Aber ich sag mal bis später. Bye.